2020 hat der Durchschnittsdeutsche 95 Liter Bier getrunken. Die meisten wissen auch, dass Bierbrauen etwas mit Hopfen und Malz zu tun hat. Doch wie genau das kühle Blonde hergestellt wird, wissen viele nicht. Eigentlich braucht man gar nicht so viel. Nur Getreide, Wasser, Hopfen und Hefe. Der erste Schritt des Bierbrauens wird mit dem Malz gemacht. Um Malz herzustellen, wird Getreide in Wasser eingeweicht und zum Keimen gebracht. Ist dies geschehen, wird das Getreide getrocknet und der Keimling wieder entfernt. Durch diesen Prozess wird aus dem Getreide Malz. Als nächstes wird das Malz zuerst geschrotet, dann mit warmem Wasser vermischt und unter weiterem Erhitzen umgerührt. Dadurch löst sich die enthaltene Stärke und wird in Zucker umgewandelt. Der flüssige Teil, Würze genannt, wird daraufhin mit dem Hopfen ca. 80 Minuten lang gekocht. Anschließend wird der Sud von Eiweiß und anderen festen Stoffen getrennt. Das, was nun übrig geblieben ist, wird Anstellwürze genannt. Sie wird auf die gewünschte Gärtemperatur abgekühlt und dann mit dem letzten Baustein, der Hefe, versetzt. Die Aufgabe der Hefe ist es nun, den Zucker in Ethanol und Kohlenstoffdioxid umzuwandeln. Der nun anstehende Gärungsprozess dauert mehrere Wochen. In dieser Zeit wird das Bier mehrfach gefiltert, bevor es dann schließlich abgefüllt werden kann. Sein eigenes Bier herzustellen ist also eigentlich gar nicht so schwierig. Klar muss man etwas Zeit einplanen und sich entsprechende Utensilien zulegen, doch am Ende hat man ein Bier mit seinem Namen drauf. Dieses Video schafft hoffentlich die Grundlage für euer Bierabenteuer.